Hallo Leute, schönen guten Abend, schönen guten Tag, je nachdem, wann ihr seht. Mein heutiges Thema ist: Bürgermeister befiehlt Exekution. Wie ihr vielleicht in meinem Beitrag gesehen habt, oder rechtswidrige Verhaftung, hat mir ja der Polizist, jetzt muss ich erstmal wieder drauf gucken, wie der hieß, Aris, ja, erklärt, dass er die Order hat, sollte ich mich einer rechtswidrigen Verhaftung widersetzen, dass ich erschossen werde. Das klärt natürlich einiges. Ich habe ja schon mal eine Morddrohung gekriegt von einem Stefan Knipping, der eine Spedition in Melverode hat. Daraufhin habe ich ja Polizeischutz beantragt beim PK Süd. Der wurde abgelehnt. Jetzt habe ich gedacht, naja, die machen das irgendwie so. Mir war bis dahin noch gar nicht bewusst, dass also hier Schießbefehle ausgegeben werden. Also wenn jetzt zum Beispiel der Herr Wuttke vom PK Süd gesagt hätte, ja, wir stellen jemanden zur Verfügung, der sie schützt, dann wäre er erschossen worden. Da muss man erstmal hinterkommen. Ich meine, dass hier einiges läuft, ist klar. Ich meine, man verweigert mir die Medikamente und bescheißt mich in einer Tour bei der Arge. Wahrscheinlich werden die auch bedroht, dass sie erschossen werden. Das ist also unglaublich. Und ich habe hier also auch mehrere Fälle, Hartz-IV-Empfälle wegen Beleidigung und sowas. Und jetzt lässt sich einfach nur mal vermuten, das ist eine Vermutung, dass die Richter also bedroht werden, die sollen Sozialraub begehen an Hartz-IV-Empfängern, ansonsten werden die erschossen. Also es ist jetzt nur eine Vermutung. Also ich meine, ich habe jetzt die Aussage und diese Aussage von Herrn Aris muss ich ernst nehmen nach 3798 EU-Richtlinie Aussage von Beamten, wenn sie in Ernst gesagt worden sind. Das würde natürlich einiges erklären, auch falls ihr euch daran erinnert, Umweltvernichtungsamt. Ne? Also das Umweltamt hat ja so Sondergenehmigungen ausgestellt, um Tiere zu töten. Ne? Da kommt ein Anruf und sagt, hier, Dr. Hoffmann, ich brauche mal eine Genehmigung zum Töten von Tieren. Und ansonsten, Sie wissen ja, ab geht's zur Exekution. Das würde natürlich einiges klären. Also da macht man sich wirklich Gedanken. Ich meine, die Frau Vancelius von der Pips hat ja auch schon mal erzählt, dass sie bedroht wurde vom Rathaus. Ich habe das Schreiben ja nie gesehen und habe vermutet, dass es vielleicht irgendwie so ein selbstgemachter Fake wäre, um sich interessant zu machen, weil ich kenne sie ja nun mal eine ganze Zeit schon. Aber jetzt ist natürlich die Vermutung dahinter, nachdem ich diese Aussage gekriegt habe, dass das wahr ist, dass man sie erschießen wollte, weil entweder sie macht hier den Kasper für den Herrn Hoffmann oder sie wird erschossen. Das wär natürlich ein Ding. Ne? Das würde auch erklären, warum die im Rathaus alle immer brav die hier im Händchen heben, wenn Herr Hoffmann was vorstellt und keiner was sagt. Die haben alle Angst, erschossen zu werden. Also da tun sich wirklich Welten auf und da kriegt man richtig Angst hier, was hier also los ist. Also ich habe es ja meistens dann nur von Hörensagen, aber jetzt habe ich ja die Aussage von dem Polizisten hier, der sagt, Exekution. Und wir sehen noch den Fall mit dem Herrn Schachlitz, Präsident vom Amtsgericht. Ich meine, welcher vernünftige Amtsträger würde sagen, ich verweigere die niedersächsische Verfassung und ich verweigere, mich an Recht und Ordnung und Gesetz zu halten? Wahrscheinlich wird er auch bedroht. Also ich kann es nur vermuten, dass er gesagt wird, entweder sie machen das hier, was wir wollen, oder wir legen sie um oder sowas. Ich weiß es ja nicht. Ja? Ich meine, gut, jetzt hat er eine Rechnung von knapp über 250.000 Euro. Die ist natürlich sehr ärgerlich, aber ich meine, lieber 250.000 Euro bezahlen, als erschossen werden. Ich meine, das kann ich schon irgendwo verstehen. Also da ist natürlich ein Ding, das wusste ich natürlich nicht, als Sachletzt. Also, dass sie hier bedroht werden. Wie gesagt, ich für meine Person werde ja hier laufend bedroht. Ich kenne das ja nicht anders. Und ich habe ja nun vermutet, dass der Bürgermeister hinterhängt. Ich habe ja immer gesagt, Rathaus, aus dem Rathaus kommt das. Aber ich habe ja hier jetzt die Aussage von dem Herrn Aris, dem Polizisten, der mich ja verhaftet hat, rechtswidrig, dass hier also Exekutionen durchgeführt werden. Und es gibt natürlich dann auch eine Logik, dass mein Bild im Amtsgericht ausgehängt wurde, so als Steckbrief, der muss jetzt umgebracht werden. Das gibt jetzt alles einen logischen Zusammenhang. Also das wusste ich natürlich nicht, dass es hier Exekutionskommandos gibt.
Ich meine, ich wollte noch berichten von den Sinti, die erschlagen haben. Und wir wissen ja, dieser Nazi-Terror in der Uferstraße da. Aber dass das natürlich jetzt eindeutig hier laut der Aussage des Polizisten Rares hier vom Bürgermeister selber ist, das ist also, gibt mir arg zu denken, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und ich habe also, jetzt mache ich mir also auch ganz ehrlich Sorgen um den Polizeipräsidenten. Wie ihr wisst, war ja die Nazi-Demo. Und ich hatte ja schon einen Beitrag gemacht und habe gezeigt, dass die Polizei dann immer so im Puffer ist und dass es gar nicht anders geht. Und vielleicht hat der eine und andere von der Polizei ja mal reingeguckt. Und die Taktik, die sie da gemacht haben, die war ja noch besser wie meine, weil ich habe ja nur von Sicht der Demonstranten gedacht. Ja, also beide Seiten, nicht nur die Linken, sondern auch die Rechten. Und das, was da gemacht worden ist, war ja, sage ich mal, sehr gut. Ja, habe ich ja auch dementsprechend ein Video von gemacht. Und daraufhin hat ja der Herr Hoffmann den Polizeipräsidenten recht heftig angegangen in der Braunschweiger Zeitung. Und seitdem habe ich also von dem Polizeipräsidenten nichts mehr gehört. Jetzt mache ich mir also ernsthafte Sorgen, ob der überhaupt noch lebt. Nicht, dass der auch schon erschossen ist. Ich meine, da macht man sich so seine Gedanken drüber. Ja, also ich habe seitdem nichts wieder von ihm gehört. Also nicht, dass er weg ist. Und ich kann mir also auch nicht vorstellen, dass das in seinem Sinne ist, hier rechtswidrige Verhaftung vorzunehmen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich meine, ich kenne ihn nicht persönlich, hätte mich ja gerne mal mit Herrn Döring unterhalten, aber da mache ich mir jetzt irgendwie Sorgen um ihn, dass er weg ist. Nicht, dass jetzt unser Bürgermeister jetzt also auch noch Polizeipräsident ist, sich ermächtigt hat und Herr Döring jetzt irgendwo tot im Wald liegt oder so. Kann ja durchaus möglich sein. Also es ist also unglaublich, was hier in dieser Stadt abgeht, hinter was man hinkommt. Da macht man sich so seine Gedanken. Ich hoffe jetzt nicht, dass der Herr Ares von der Polizei, nur weil er das gesagt hat, jetzt auch erschossen wird. Das wäre äußerst dumm. Also tut mir jetzt furchtbar leid, aber ich muss mich natürlich an den Leute hier schützen. Und wenn ich so eine Aussage kriege, die ich wörtlich nehmen muss nach EU-Richtlinie, muss ich das natürlich auch öffentlich machen. Das ist ganz klar. Aber da macht man sich so seine Gedanken. Also wenn hier die Exekution wieder frei ist, da ist einiges klar. Da kann man auch verstehen, warum man auch die Linke jetzt unbedingt die Red Devils angegriffen haben und wollten versuchen, dass sie da das Clubhaus verlieren. Anscheinend wollte man versuchen, ja, sich da so eine Festhalle zu machen und hier wieder diesen Schießplatz, Exekutionsplatz in der Buchhaus aufleben lassen. Und da hätte man eine schöne Kneipe gehabt, die jetzt restauriert wurde von den Red Devils, wo man feiern konnte. Vielleicht zum braunen Schützen oder sowas. Ich weiß es ja nicht. Das ist ja nur eine Vermutung, die ich anstelle. Aber wie gesagt, die Aussage steht ja. Und da macht man sich also als Bürgerrecht Gedanken, jetzt noch irgendwo hinzugehen, wenn hier Exekutionskommandos unterwegs sind und wenn hier so eine Aussage getroffen wird. Also das ist schon schwierig und das erklärt natürlich auch, warum einige Behörden hier rechtswidrige Sachen machen. Wir haben alle Angst, erschossen zu werden. Das ist also, da tun sich hier Welten auf. Da fällt mir ja gar nichts so ein. Also das wusste ich natürlich nicht, Herr Hoffmann, dass Sie also jetzt hier die Exekution freigegeben haben. Da macht man sich also wirklich Gedanken, ne? Auch um die armen Leute da im Rathaus. Wie gesagt, vorher habe ich immer gedacht, das wäre eine Clique, aber ich wusste ja nicht, dass die hier jetzt mit dem Leben bedroht werden, um hier Abstimmung durchzubringen. Also das war mir neu. Also ich hatte zwar Vermutungen, aber das war mir jetzt also neu. Ja, also das ist natürlich ein Ding, Herr Hoffmann, dass sie hier Exekutionen durchführen. Das finde ich also recht heftig. Ich meine, gut, wir kennen das der Braunschweiger Geschichte hier. Ne, Klages war das, glaube ich, der Polizeisprecher, der hier die Sachen durchgezogen hat im Dritten Reich. Und wenn sie sich da ermächtigen, das ist natürlich also schon recht heftig. Ich meine, gut, man kann seine Gesinnung nicht ablegen wie ein Hemd, das ist klar. Ich meine, ich bin ein alter Sozialdemokrat und werde es auch immer bleiben. Auch wenn ich mal in der Linken eingetreten bin oder mal, ich habe sozialdemokratisches Denken. Das kann man nicht einfach so ablegen wie ein Hemd.
Und Sie waren ja früher in der NPD, Herr Hoffmann, und das kann man auch nicht so einfach ablegen und jetzt in der CDU gehen und so. Aber ich meine, dass Exekutionen hier wieder durchgeführt werden. Ich meine, wir wissen durch den Lissabon-Vertrag, dass Todesschüsse wieder rechtens sind. Ja, der ist ja durchgewunken worden von der CDU, von unserer Merkel. Man hat uns ja nicht gefragt. Ich war einer der wenigen, die sich dagegen ausgesprochen haben. Aber ich meine, dass sie das jetzt in die Tat umsetzen, ist natürlich schon heftig. Ja, also da stellen sich mir Fragen. Wie gesagt, ich bringe noch ein bisschen mehr. Ich habe ja so recht gute Eindrücke die letzten 2 Tage gehabt, was hier so vor sich geht. Und da stellen sich doch einige Fragen. Ne? Wie gesagt, morgen bin ich mal zur Staatsanwaltschaft. Mal sehen, was sich da ergibt. Ich weiß ja nicht, vielleicht wird die Frau Frede, die Rechts Pflegerin, die ja anscheinend eigenmächtig hier eine Verhaftung durchgezogen hat, ohne Rechtswirkung. Vielleicht wird die ja auch bedroht. Vielleicht äußert die sich ja. Und meine ganzen Staatsanwälte, die meine Sachen niedergeschmettert haben, vielleicht werden die mit dem Leben bedroht. Ich weiß es ja nicht. Ich kann es ja nicht sagen. Das kann ich kann nur vermuten. Aber ich habe ja jetzt nur die Aussage von dem Herrn Ares von der Polizei, der mich verhaftet hat. Ja. Ja, aber wie gesagt, der Anfangsverdacht steht. Ja, das ist also schon recht heftig. Ja, mal sehen, was noch so alles kommt in nächster Zeit. Wie gesagt, in Braunschweig scheint man sehr gefährlich zu leben inzwischen. Und ja, einer meiner Rechtslehrmeister sagte mal, lieber Gott schenke uns das fünfte Reich, weil das vierte ist dem dritten gleich. Und dieser Spruch, der passt immer mehr. Also, das ist schon recht heftig. Ja, wie weit so gut. Von den Lucifer News. Bleibt schön sauber, bleibt trocken, damit wir uns wiedersehen und lasst euch nicht erschießen. Mist, Exekutionen sind hier wieder geordert. Ja, das war's von mir. Bis demnächst, soll ich mal sagen. Ciao.